dreams are always the same. Now that things are changing, changing. Ja, und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Let's Show von mir, beziehungsweise angezockt, wir spielen Trauma, was auch immer das ist, scheint sich um ein weiteres Rätselspiel zu handeln, und ich dachte, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss. Hier gibt es eben vier Sachen, wo ich jetzt auswählen kann. Ich gebe jetzt einfach mal in The Next Hurdle, als weil das ganz links ist. Ich hoffe mal, das ist das Richtige. This is the dream where I find my old teddy bear wedged under a weight. Wow. Im Ernst? Und was habe ich jetzt damit zu tun? I find my old teddy bear. I need to get it out from under this weight. Das ist gruselig. Okay. Es ist ein Teddybär und es liegt da unter. Hier ist ein Foto. Ich male dieses Symbol, um mich zurückzubewegen. Wo willst du dich zurückbewegen? Oh yeah, ich kann coole Zeichen machen. Wow, au, au, okay, cool, ich habe ein cooles Zeichen gemacht. Aber habe ich dann so gemacht. Und jetzt? Okay. Ich schaue mich um. Was willst du jetzt finden? Hier, da ist noch so ein Foto. Ja, da drehen wir uns um. Oh yeah! Ach du Scheiße. I remember now. I think it was me who stuck them there. Ist klar. Okay, alles klar. Wir haben jetzt Kugeln und diese Kugeln, die leuchten. Wie klicken wir hier rauf? I think I remember drawing this symbol. Ja, zeichnen wir es einfach mal nach. Yeah, yeah! I need to find a sphere without that sign. Ja, du bist eine dumme Schwein. Ja, wir sind wieder da. Ich wollte das Spiel nicht beleidigen, das kam euch nur so vor. Okay, wie komme ich jetzt wieder weg von diesem Symbol? So. This looks like the place I used to eat lunch at when I went to law school. Strange. I never went there at night. Ja, das ist ja schön, aber was machst du hier dann? Am Justizzentrum. Ist das ein deutsches Spiel oder was? Ist klar, das Spiel wird immer gruseliger. Okay, wir fotografieren uns mal durchgehen. Aber wir müssen eine Kugel finden ohne so ein Symbol. Warte mal. Was ist denn das hier? Das sind ja tausende von denen. Dann kann ich doch eigentlich... Da hat sich das doch eigentlich gerade geklärt, oder nicht? So, nur das schwule Symbol. Yeah! I always think that lifting another of those weights will save me. I even hold on to this hope as I'm drowning. Was zur Hölle? Was passiert hier? Okay, das ist scheiße gruselig. Okay. 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 Crazy Bitch wacht auf. I can be back home this month? Mumpf. Maybe. It depends on your progress. There is an exam in 3 weeks. I've been preparing for it for quite some time. There will always be another exam. I believe you should focus on your well-being first. Am I not doing that? Weiß ich nicht. Du bist ziemlich verrückt. Ich weiß nicht, ob du das tust. Das ist mir zu krass. Du hast eine schwule Aufgabe gelöst. Ja, das ging schnell. Was zur Hölle? Was war denn das jetzt? Fotos 2. Save the Teddy Bear. Alternate Endings. A Coffee with the Night Hawk. Swallow the Skies. Was zur Hölle? Was kann man denn da noch alles schaffen? Okay. Anscheinend habe ich die Grundquest erfüllt.
Aber man kann noch viele andere Sachen finden anscheinend. Verrückt. Okay, das ist interessant. Das ist mehr als interessant. Ja, denn, da hätten wir das. Gut. Also dann hab ich. Wow, das überlasse ich euch dann, noch weitere Sachen zu finden, aber. Gehen wir mal aufs nächste rauf. Following Role Models. This is the dream where I am chasing a ghost. Das ist super. Ein Geist verfolgen ist immer eine gute Idee, finde ich. So, wo können wir denn hingehen? Er zeigt mir viele Sachen an. It seems like I have always been chasing that ghost. Even forgot who he is. Ja, du erinnerst mich so ein bisschen von der ganzen Art, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber mich erinnert das an diesen Wahnsinnigen hier aus Salad Fingers. Seht ihr Salad Fingers, dieser grüne Typi, der in seiner einsamen Wohnung hockt und immer kreiselt und krasse Scheiße macht? Oh Gott, ich hab keine Ahnung. When I was little, the ghost used to be a different person. I would collect pictures of him on a wall, like trophies. Aha. Das ist cool. Wirklich toll. Ich mache mal so einen Schwabbel. I can capture the ghost like this. I just need him to stand still. Ist er gut? Ey, diese Fotze ist voll gruselig. Okay, kann ich wieder so zurückgehen? Okay, so lässt sie mich wieder zurückgehen. Krass. Schön, dass man das herausgefunden hat. Dann kommt man hier wenigstens weiter. Und was ist, wenn ich jetzt so mache? Dann kann ich mich umdrehen. Oh, was sehe ich da? Achso, dann dreht sie mich hierhin zurück. Okay. Ey, dieser dumme Geist, ne? Der ist voll gruselig. Ey, da geht er irgendwie rein, ey. Nee, der ist rausgegangen. So, zum Glück kann ich die Zeichen aus der ersten Quest einsetzen, um hier weiterzukommen. Und ich schätze mal, ich werde andere Zeichen brauchen, um hier jetzt weiterzukommen. Ich schätze mal, ich komme hier gar nicht so weit. Aber anscheinend geht der Geist hier lang. Folge den Geist einfach mal. Gibt es hier irgendwas, was ich sehen kann? Ach, oh, das ist aber schade. Das sieht für mich aus, so einen dummen Kran, den du an der Hamburger Werft findest, ey. Und du willst so einen dummen Geist hinterher jagen. Das ist klar. Das ist, gibt doch nichts Besseres zu tun hier. Ja, was ist denn hier überhaupt? Hier ist gar nichts. Toll, das kommt, ist das hier Google Maps oder was ist das hier, ey? Okay. Das ist fantastisch, wirklich. Renn, ja, renn ihn einfach weiter hinterher. Wieso auch nicht? Okay, wir rennen ihn einfach weiter hinterher. Ja, das können Geister wirklich. Following his steps, at some point I realize I'm going in circles. I need to find an end to this. Okay, dafür habe ich eine Idee. Warte mal, den verfolgen wir jetzt. Weil natürlich rennen wir im Kreis hinterher, aber jetzt. Jetzt machen wir den hier. Wie auch immer, wie ging der nochmal? Da, ey, wieso? So, jetzt. I captured the ghost, but I realized the only thing holding this place together was my own ambition. So I let go. Tot. Ja, jetzt habe ich ihn gefangen. Jetzt ist er weg. Ja, ist klar, genau. Das Spiel ist gar nicht krank. Nö. Keine Ahnung, was passiert ist. Oh nein, die crazy Bitch wacht schon wieder auf. What about your parents? They used to be my role models. They aren't anymore? I don't know. They have aged since then. I think parents are never too old to be role models for their children. But what if I am too old? Wo soll ich das denn wissen? Hör auf, so dumme Fragen zu stellen. Wieso denkst du, du bist so alt? Du bist so alt und Vorbilder. Was zur Hölle? Okay, ist egal. So, wir haben die Open the Crate, what the crane is. Look behind this shrub. Wir haben gar keine Fotos gefunden, ey. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber wir haben die Story beendet. Was kommt denn jetzt? Ja, what they expect. Ich glaube, hierbei lasse ich das gut sein. Also, vielleicht machen wir noch eine zweite Episode davon. Da versuchen wir bei The Next Hurdle mal was zu finden. Aber das sehen wir dann später. Das war es erstmal für Trauma. Ich habe echt ein Trauma von der ganzen Sache hier.
Dann nächstes Mal versuchen wir bei Hurdle irgendwas zu finden, ob wir mal mehr schaffen als nur den Teddybären zu finden und dann können wir das auch so, glaube ich, stehen lassen. Aber gut. Bis denn. Ja, Trauma scheint ein sehr storylastiges Puzzlespiel zu sein, Rätselspiel. Und gestaltet sich auf jeden Fall durch die Synchronisationssprecher, die anscheinend deutsch sind, die finde ich, so wie die sprechen, klingen sie sehr deutsch. Und es würde auch Sinn machen, weil wir auch in einer deutschen Umgebung gewesen sind. Und dementsprechend ist das ganz witzig eigentlich. Also bis dann, Leute. Ciao, ciao.